präzise und hart. Ja, 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 ja. Und was ist so zart? Ja, 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 ja. Hört man nicht gern? Ja, 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 ja. Hört zu und lernt. Ladies and Gentlemen, freut mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zur Folge 10 mit dem TSV 1860 München in Saison Nummer 2. Nachdem wir die Relegation verpatzt haben in der letzten Folge gegen Jahn Regensburg, gilt es jetzt auf Besserung. Wir mussten auf jeden Fall was einleiten, ja. Alles andere wäre völlig Unfug gewesen, ja. Wir haben weiter Gas gegeben, wir haben es probiert. Ob es geklappt hat, werdet ihr gleich sehen. Vorweg, Freunde, vielen, vielen Dank für die positiven Bewertungen aus der letzten Folge in der Relegation. 6:0 Daumen nach oben, trotz allem. Vielen, vielen Dank an alle, die das möglich machen. Und ich hoffe, dass ich euch weiterhin den Spaß bieten kann. Wenn euch das Video gefällt, Freunde, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Kostenlos abonnieren klicken, über 400 Leute schon in der Familie drin und ihr verpasst kein einziges Video und werdet benachrichtigt, wenn hier irgendwas passiert. Kommentare schreiben, gerade die neuen Leute würde ich mich sehr, sehr freuen. Und nicht vergessen, ihr könnt hier in diesem Video, in der Kommentarfunktion und in der Infobox, könnt ihr wieder abstimmen, wer der nächste Gegner wird. Seid dabei, stimmt ab, ich freue mich auf das Ergebnis. So, und damit viel Spaß mit Folge 10 mit dem TSV 1860. Bis dann, ciao, ciao. So, Jungs, und damit begrüße ich euch zur zweiten Saison mit dem TSV 1860 München, Freunde. Für alle die jetzt gerade neu dazuschauen, gibt es jetzt erstmal eine kurze Zusammenfassung. Wir haben mit 1860 München einen kompletten Umbruch gestartet, ja. Alles musste raus, neue Jugendtalente rein und das hat in der ersten Saison perfekt funktioniert. Timo Meier 17, Tobias Zauner 18, Ben Schulze 17, Fabian Greininger war schon drin 19, Ernst Baumgartner 18, Stefan Lüthi 16, Urs Steiner 18. Das sind die Talente, die wir auf jeden Fall gescoutet haben. Noch dazu haben wir uns in der letzten Folge, nach der verlorenen Relegation, haben wir uns verstärkt nochmal mit Lee O'Connor, ein 19-jähriger Linksverteidiger, 19 Jahre alt. Kevin Ehlers von Dynamo Dresden kam, 19 Jahre alt. Und unser neues Sturmtalent, José Padilla. So, und in dieser Folge möchten wir auf jeden Fall noch einen Ersatz fürs linke Mittelfeld irgendwie finden. Und Freunde, vielen, vielen, vielen Dank an alle Leute, die fleißig Kommentare geschrieben haben. Vielen Dank, freut mich auf jeden Fall. Genauso wie Martina, die hatte nämlich einen Kommentar geschrieben, auf das ich heute eingehen will. Die hatte nämlich geschrieben, Klaassen kann man trainieren, der hat ein 75er Potenzial. Und die Idee mit Klaassen finde ich jetzt gar nicht mal so übel, einfach weil der schon 20 ist. Es ist natürlich ein Risiko, dafür natürlich steinhart auf die Transferliste zu setzen. Aber nichtsdestotrotz machen wir uns nichts vor, wir brauchen junge Leute. Und da ist ein 20-jähriger Leon Klaassen eigentlich gar nicht so verkehrt. Und Herrschaften, wir haben in der letzten Folge völlig was vergessen. Es gibt ja auch noch freie Spieler, nach denen ich jetzt gucken kann. Das hatte ich nämlich völlig vergessen schon komplett. Und da gibt es hier mit Hugo Buades einen LF, den ich mir definitiv gleich holen werde. Und noch dazu werde ich mir Diogo Dos Rey Carvalho werde ich mir noch dazu holen. Der sieht auch nicht verkehrt aus. So, und das heißt, da wäre unser Mann für den linken Flügel, Hugo Buades, verstärkt uns am linken Mittelfeld perfekt. Und auch hier Diogo Carvalho, auch er verstärkt 1860 München. Er wird ein neuer Innenverteidiger. Carvalho zeigt großes Potenzial, bringt ein 63er Rating mit, während Hugo Buades auch 63er Rating mitbringt und großes Potenzial zeigt. Also das war absolut top, Freunde. Das heißt jetzt also, dass wir hier einen perfekten Backup-Innenverteidiger haben, der sich entwickeln wird. Und Buades, der wird auf jeden Fall sofort in die Stammelf gehen. Da brauchen wir auch gar nicht lange drum rumreden. Buades kommt rein und der wird auch gleich trainiert werden. Ich habe mich mal zwischendurch jetzt gerade hier ums Teammanagement gekümmert, weil sich ja jetzt natürlich ein bisschen was getan hat. Auf der Transferliste sind jetzt Philipp Steinhardt, Niklas Lang, Dennis Erdmann, Aaron Bersell. Wen haben wir noch hier? Benjamin Kindsvater, den habe ich von der Leihe übrigens zurückgeholt. Dann haben wir noch Timo Gebhardt und Simon Seferings. Und was wir in der letzten Folge natürlich gemacht haben, die Scouts sind natürlich auch unterwegs. Das heißt, wenn da irgendwas kommen sollte, kann dich die immer noch in die Top-Mannschaft hochziehen.
Das ist der Plan und ich glaube, dass dieser Plan auch aufgehen wird. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ihr habt übrigens über das nächste Spiel abgestimmt, Freunde. Ihr konntet abstimmen und ihr wolltet, dass der zweite Spieltag gegen die Spielvereinigung Unterhaching, das erste Auswärtsspiel, das Spiel sein soll, das ich selber zocken soll. Wird gemacht, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, und damit starten wir in die Karriere. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, und wir starten heute mit Leon Klaassen. Nachdem sie sich bezüglich meines Wechsels umentschieden haben, hoffe ich, hier meine Chance zu bekommen, um in Zukunft zu haben. Ich will nicht als Banddrücker enden. Okay, das ist aufgenommen. Das heißt, dann weiß ich gleich, wen ich gegen Unterhaching wechseln werde. Und vor dem Spiel gegen Magdeburg, Aaron Bercel, auch der möchte spielen. Und aktuell muss ich sagen, da kann ich ihm eigentlich wirklich noch eine Chance geben. Also da, das finde ich eigentlich soweit in Ordnung. Und dann gibt es die Pressekonferenz vorm ersten Spieltag. Kann der Aufstieg Realität werden? Wir werden alles versuchen, ja. Fällt Dennis Erdmann aus der Mannschaft? Die Entscheidung wird schwer. Was erwarten Sie vom Debüt von Buades? Er wird zeigen, dass er der Richtige ist, ja. Und da wären wir doch mit den neuen Löwen am allerersten Spieltag mit der kompletten neuen Löwen-Elf. Erster Spieltag gegen den 1. FC Magdeburg. Boah, aua. Aua. Nach dem Spiel meldet sich Aaron Bercel, dass er gegen Magdeburg spielen durfte, fand er sehr, sehr toll. Aber nimm es nicht zu schwer, dass wir nicht gewonnen haben. Und Dennis Erdmann möchte auch nochmal ran. Okay, dann werde ich den auch bringen. So, dann holen wir einfach Erdmann für Bercel, holen wir dann da rein. Und dann passt die Geschichte. Da haben wir das erste Angebot für Benjamin Kinds Vater. Das finde ich gar nicht so verkehrt. 300.000, das passt, das nehmen wir an. Das finde ich sehr gut. Das Training, darüber haben wir ja schon gesprochen. Buades und Timo Meier werden da auf jeden Fall trainiert. Und ich werde natürlich gucken, dass die irgendwie so schnell wie möglich Richtung 70 kommen. Ist ja gar keine Frage. So, und dann kriegen wir das erste Geld. Benjamin Kinds Vater ist verkauft und der Vorstand hat mein Transferbudget um 190.000 aufgestockt. So, und vor Unterhaching Tobias Zauner, der jetzt spielen möchte. Und zwar, er möchte für Elas spielen. Wo ich aber tatsächlich sagen muss, finde ich gar nicht so in Ordnung, weil ich würde gerne, dass Elas und Zauner zusammenspielen. Also daher werde ich Zauner für Erdmann wieder bringen. Und da wären wir auch schon. Auswärts in Unterhaching. Das erste Spiel, was wir selber zocken mit der komplett neuen Löwen-Elf dieses Jahr. Neue Saison, neues Glück. Lasst uns das Spiel gegen Magdeburg vergessen. Es gilt darum, neue Punkte zu holen. Es gilt darum, den Aufstieg Wirklichkeit werden zu lassen. Und deshalb willkommen in Unterhaching. Dann lasst uns mal hier Gas geben. Unterhaching gegen 1860. Zweiter Spieltag in der dritten Liga, zweite Saison. So, Müller kommt über außen. Müller. Achtung. Okay, das war nix von Fuchs. Na also, da läuft da doch mal der neue Mann. Buades. Und jetzt schickt er ihn. Jetzt schickt er ihn. Steiner. Mit der Flanke. Und da kommt er nicht an. Schade. So. Padilla. Steiner, oh, mit der, oh, José Padilla, da ist er doch, mit der Hacke von Ursteiner, da ist das 1-0 in der 25. Jawohl, schön von Buades, Steiner mit der Hacke und Padilla muss nur noch einschieben, das genau so stelle ich mir das vor, Leute. So, das geht doch schon mal gar nicht so schlecht los hier, José Padilla, 1-0. 1860 München. 45. Freistoß Unterhaching. Achtung, Kopfballduell. Elas. Müller. Und Meier. Schön gehalten. Timo Meier. Nochmal Ecke. 45 plus 2. Achtung. Achtung. Oh. Und Greidinger steht da genau richtig. Also bisher muss man sagen, Unterhaching mit mehr Chancen, gerade gegen Ende der ersten Hälfte, aber mein Schuss war halt drin, ne? So, und ich habe jetzt inzwischen mal die Taktik umgestellt, weil mir das ein bisschen zu offensiv war, gerade hier in der Verteidigung so. Ich habe jetzt von schneller Aufbau mal auf ausgeglichen gestellt und das Ganze mal ein bisschen nicht so breit. Mal gucken, ob das was bringt. Greidinger, das ist Padilla, da ist Buades. Achtung, und 2-0, Ursteiner! Das ist doch ein Angriff, der mir gefällt. Ursteiner, 2-0, 1860 München. Was für ein Pfund. Da legt Buades super ab und Ursteiner mit einem unglaublichen Pfund mit dem linken Fuß. Putz, Junge.
Na, so kann's doch weitergehen. Urs Steiner 2-0-1860, 58. So, und man sieht hier jetzt in der Position wirklich wunderschön, wie das ZOM und das ZM eigentlich hier mitläuft. Das sieht echt gut aus, weil da steht nicht nur Badilla da oben frei, sondern da bieten sich plötzlich unglaublich viele Möglichkeiten. Badilla! Oh! Fast das Dritte. Ja, und man muss auch sagen, dass Unterhaching jetzt in der zweiten Hälfte echt nachgelassen hat. Also in der ersten waren die echt stark, also gerade gegen Ende der ersten Hälfte. Aber jetzt inzwischen, wir haben jetzt die 74. und die zweite Hälfte, also da kam jetzt im gefühlt noch gar nichts irgendwie. Vielleicht jetzt, Achtung. Vielleicht jetzt Bandowski. Und da, kaum sage ich's, ist Müller da mit dem Anschlusstreffer. Kaum sage ich's, ein Angriff und Müller macht das Ding rein. So, ich habe nochmal gewechselt. Ich habe Bekiroglu gebracht, ich habe Carvalho gebracht und ich habe Klaassen noch gebracht. Also drei neue Leute jetzt und ich will jetzt gucken, dass ich das Ding trotzdem heimfahren kann. So, es laufen die letzten Sekunden und es sieht so aus, als könnten wir mit 1860 die ersten drei Punkte verbuchen. Steiner, Padilla, nochmal die Chance. Boah, nochmal gehalten. War die letzte Chance. Abpfiff. 2-1 Auswärtssieg in Unterhaching. Ein tolles Ergebnis. Bin ich sehr zufrieden mit. Natürlich hätte das auch anders gehen müssen, aber ich war in der Offensive wirklich besser. Also daher, egal wie viele Schüsse Unterhaching aufs Tor hingebracht hat, so, ich war da einfach effektiver. Wie haben Sie das Debüt von Dosre Carvalho gesehen? Startplatz war noch nicht drin, ne. Warum durfte Steinhardt nicht spielen? Das Team hat Priorität, ja. So ist es. Lol, hatten sie nach dem letzten Treffer Sorgen? 1860 München war ein leichter Gegner. Ja, das ist, ja, natürlich. Warum nicht? Tobias Zauner bedankt sich bei dem Sieg, dass er spielen durfte. Bleib auf dem Teppich, Junge. Und im danach folgenden Training erreicht Timo Meier Rating 67. Dann haben wir das nächste Angebot. Und zwar für Philipp Steinhardt. 700.000. Ich will mal gucken, ob ich da noch was rausholen kann. Was sagt ihr denn zum Beispiel zu 900.000? Was sagt ihr dazu? Ja, so funktioniert das. Auch für Berzel gibt es jetzt ein Angebot, 610.000. Auch da will ich noch ein bisschen was rausholen. So Leute, was sagt ihr denn zu 700.000? Ja, also, wunderbar. So, und auch Dennis Erdmann kriegt jetzt ein Angebot und 550.000 ist wirklich top, weil er ist schon 29, dementsprechend, ich kann jetzt nicht mit mehr rechnen wahrscheinlich. Das ist auch top. Dritter Spieltag, wir geben weiter Gas mit den neuen Löwen. Heimspiel. Zu Hause gegen den SV Waldhof Mannheim. Und das ist eine 1-0 Niederlage. Warum verliere ich denn jetzt alles? Danach ist auch Philipp Steinhardt verkauft. 600.000 auf unser Konto. Buades im nächsten Training. Rating 64 ist am Start. Und auch Dennis Erdmann ist verkauft. Und auch da wird unser Konto um 350.000 nochmal erhöht. Und Nummer 3, Aaron Berzel verlässt uns ebenso. Und auch da kriegen wir nochmal 450.000 obendrauf. Dann haben wir am 8.8. die Scouting-Updates. Und mal gucken, ob wir da mal wieder irgendwas finden. Wir hätten hier im ersten Scouting-Update einen Laurenz Hintermeier, den wir uns mal angucken müssen. Uff, zweites Scouting-Update, Nico Vogel. 375.000, auch den gucken wir uns gleich an. Dafür ist aber das dritte Scouting-Update leider für einen Eimer. Im danach folgenden Training erreicht Timo Meier schon die 68, also Torhüter gehen immer schnell, auch hier der Beweis. Und Nico Vogel, 60er Rating, muss ich sagen, der ist zum Beispiel mal nicht verkehrt. Den werden wir definitiv irgendwann mal aus der Jugendschule hochziehen. Und bei Laurenz Hintermeier muss ich sagen, da ist mir leider das Rating zu wenig, schade. Aber Nico Vogel, den werden wir definitiv mal in der Jugendschule lassen. Wobei, wenn ich jetzt gerade so bedenke, komm, wir holen ihn. Komm, ins Profiteam übernehmen, dann wird das unser Ersatzverteidiger. Dann wird Nico Vogel der Backup-Spieler für Ben Schulze. Und das heißt also auch, dass Marius Wilsch dann auf die Transferliste geht. Spieltag Nummer 4. Und ich muss gestehen, jetzt wären ein paar Punkte mal nicht verkehrt, ne? Auswärts beim MSV Duisburg. Endlich, Padilla besiegelt den 1-0-Sieg beim MSV Duisburg. Jetzt wird es aber auch mal Zeit, dass hier was passiert. Das darauf folgende Training, Buades und Meier, ich glaube, die wechseln sich irgendwie ab. Buades erreicht schon Rating 65. Dann kriegen wir ein Angebot für Marius Wilsch, 380.000 von CS Gas Metan Medias. Ja, das finde ich in Ordnung. So, und dann nehmen wir am 5. Spieltag das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern auch noch mit. Und das ist
ein 3-1 für Lautern. Das gibt es doch nicht. Also irgendwas mache ich falsch, aber ich weiß nicht was. Weil irgendwie, keine Ahnung, also irgendwie, so ganz läuft das nur nicht hier irgendwie. Und ich würde ganz gerne noch eine Woche dranhängen, um ehrlich zu sein, weil ich einfach herausfinden möchte, wie wir uns jetzt gegen Hansa Rostock schlagen werden. Das würde mich nämlich jetzt echt interessieren. So, und das werden wir jetzt tatsächlich auch noch mitnehmen, einfach weil mich interessiert, was wir jetzt gegen Hansa Rostock machen. Das ist der 6. Spieltag, auswärts bei Rostock. 1-1. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und wenn ihr in der Kommentarfunktion seid, dort findet ihr einen Link, dort findet ihr den Link zu der Abstimmung, gegen wen ich das nächste Spiel selber zocken darf. Ist es das Heimspiel gegen den KFC Uerdingen, das Heimspiel gegen den Hallescher FC oder ist es das Auswärtsspiel beim Chemnitzer FC? Dementsprechend, ich freue mich auf eure Abstimmung und ich bin gespannt, für was ihr euch entscheidet. Und wir sind uns doch einig, Platz 14 ist zu wenig. Da sind wir uns doch alle einig, oder? Hoffen wir, dass es in der nächsten Folge besser wird. Schaltet wieder ein, ich würde mich freuen. In diesem Sinne, euer Fantastic. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.